Lieblingsbestie. Oder Meier muss zurück. Wie still es sein kann mitten in Berlin. Im Hinterhof beleuchteten Kerzen die Eisblumen an den Fenstern. Der Schnee auf den Dächern war schon alt und zu Klumpen gefroren, gab aber so in den müden Mondschein getaucht immer noch ein hübsches Bild ab. Wie berauscht schaute ich hinaus in hoher Erwartung, Kühl möge bald auftauchen. Gerade nichts anderes nun kommen, wie die Blaumeise auf dem Friedhof neulich, die sich auf meine halb erhobene Zigarettenhand gesetzt hatte. Einfach so. Es würde unser erster Winter Tür an Tür werden. Wir hatten beschlossen, uns das größte Zimmer der beiden nebeneinander liegenden Wohnungen als Bücherort, an dem man beisammen sitzt und redet, raucht, trinkt, liest oder auch ein Mittagsschläfchen hält, zu teilen. Das plötzliche, viel zu laute Klopfen war vollkommen unpassend und hätte mich warnen sollen, aber ach. Die Liebe macht das Hirn weich und geschmeidig. Selig schwebte ich in meinen Hausschuhen den Flur entlang, um ihn willkommen seufzen, Tür und Tor zu öffnen. Doch draußen stand der blutige Ernst des Lebens. Vier dunkle Gestalten krachten, polterten, drängten direkt in unsere Bude hinein. Schockstarr verharrte ich in der geöffneten Tür und sah dabei zu, wie sie mich beiseite schoben. Einfach so. Die Tür wieder zuschlagen? Zu spät. Ich ließ sie ein, in die Wohnung, den Flur, das Bücherzimmer und trottete mit hängenden Schultern hinterher. Der Trupp umzingelte mich, stilecht, in schwarze Lederjacken gekleidet. Der größte von ihnen, eine stattliche Erscheinung mit schütterem Haar, redete auf mich ein. Seine Lippen waren dunkelblau verfärbt. Wahrscheinlich hatten sie sich auf diesen Überfall mit ein paar Litern Rotwein und lautem Alas Barricadas absingen vorbereitet. Fahnen voran. Du hast uns keine Wahl gelassen. Die Anarchisten von der Bibliothek der Freien hatten mich in meiner eigenen Wohnung umzingelt. Ich stand mit dem Rücken zur Bücherwand, breitete die Arme aus, als könne ich so irgendwas verhindern. Leute, Genossen, ihre Hände griffen kenntnisreich nach Karl Markus, Erich Mühsam, Beethoven, nach seltenen, gut erhaltenen Exemplaren. Ihre zum Kampf entschlossenen Blicke wanderten kreuz und quer durch die Reihen. Aha, riefen sie und so, so. Der Anführer starrte mich betont bedrohlich an. Wo ist er? Wo ist Karl Einstein? Ich traute mich nicht, wahrheitsgemäß zu antworten, zuletzt trieb er tot in einen Pyrenäenfluss, denn das Ganze war ja ernst gemeint, eine direkte Aktion. Diese vier Genossen hatten all ihren revolutionären Mut zusammengenommen, um mir, der vermeintlichen Bücherin, Eigentumsbestie, entschlossen, die Grenzen meines schändlichen Tuns aufzuzeigen. Alle Versuche, das Missverständnis aufzuklären, waren über die Jahre hinweg an eben jener Entschlossenheit gescheitert. Und vielleicht auch am Rotweinrausch, der sich prima eignet, Bedenken aller Art temporär auszuschalten. Ich habe euch sowohl schriftlich als auch mündlich, versuchte ich es ein allerletztes Mal, während sechs Hände durch unsere Bücher reinkrabbelten. Ein stiller Mann mit Magenproblemen verstärkte die Tür, meine Fluchtweg, und ließ mich nicht aus den Augen. Was Kühl wohl dazu sagen würde? Entsetzt musste ich mir meiner eigenen Hilflosigkeit zugestehen und ertappte mich bei dem dringlichen Wunsch, er, mein Gefährte, möge endlich erscheinen. Immerhin wären die dann nur noch doppelt so viele. Welch fröstlicher Gedanke. Ihr habt 200 Mark bekommen, verdammt, rief ich. Und mit einem Anflug von Mut, davor hatte ich euch schon zwei Ausgleichsexemplare vorbeigebracht. Was wollt ihr denn noch? Schweigend nahm sie mich wie ein Wolfsrudel das Einzelschaf in seinem Stall in die Zange. Wo ist Einstein? Fragte der Hühne mit erhobenem Zeigefinger. Sein Weinodem verschlug mir erneut die Sprache. In diesem Moment war die einzige weibliche Person des Wolkenmannes fündig geworden. Ha! Triumphierend hielt sie ein von mir heiß geliebtes Exemplar an den Händen. Nein, nicht die Fabrikation der Fiktionen, schrie ich. Wutentbrannt trat ich ihnen nun entgegen, während etwas aus mir heraus plapperte und plapperte und plapperte. Dabei breitete ich die Arme aus, so als könne ich das engagierte Personal der Bibliothek der Freien einfach wieder aus der Wohnung herausschieben. Der stille Mann brach als erster ein. Sein Magen. Ein langer, flatternder Fuß erfüllte den Korridor. Das Folgende lautet, es könnte sein, dass die Einführung von Carsten euch auf den vollkommen falschen Film geschickt hat. Merkt ihr schon? Sein Magen. Ein langer, flatternder Fuß erfüllte den Korridor. Das Folgende laute Klacken der Klinke war das Signal. Abmarsch. Fahren voran. Als ich die Tür schloss, hatten sie die Luft verpestet und zwei Bücher erleuchtet. Das Sterben des Kommis Meier, das ich einstmals ausgeliehen, dann verborgt, vergeblich gesucht, schließlich ersetzt, zusätzlich bezahlt und beim Umzug wiedergefunden hatte. Und Dresen wieder,
Mein eigenes signiert, der Rest verschwindet in Peinlichkeit. Nur wenige Jahre zuvor, die DDR versank gerade in der Hölle der Volkstümlichkeit, war ich wie eine Kriegerin durch untergehende Industrielandschaften geschlichen, hatte mich geschmeidig im losen Dickicht närrischer Kleinstädte bewegt, alle Nebenstraßen, die Hinterhöfe und illegalen Ausschankstuben bekannt. Rasierte Schläfen und gefärbte Haare trug ich so, wie die Schwebefliege ihre gelben Streifen zur Schau stellt, zur Tarnung. Seht her, ich bin gefährlich. Diese kleinen, wespenähnlichen Fliegen können schwebend in der Luft verharren. Irgendwas in der Art tat ich auch. Doch ich ahnte höchstens, wie das geht, Fliegen. Ein utopischer Restbetrag war noch da. Dessen vergewisserte ich mich in stillen Nächten in meinem Kinderzimmer auf dem Boden sitzend, indem ich heimlich lose Blätter mit Gedichten vollkritzelte. Es ging mir hundsmiserabel, ich war weltanschaulich am Punkt Null angelangt. Doch die Buchstaben auf dem Papier zogen von einer gewissen Wehrhaftigkeit. Ein selbstgedachter Satz ist nicht nichts, oder? Ein Reim, ein Gedicht. Da musste es doch noch irgendwas geben. Nur was? Hatten nicht die dickköpfigen Bäuerinnen und Bauern uns unendgültig verloren? Und warum schlug mein Herz für sie? Für wen schlug es sonst noch und warum? Fragen und Zweifel aller Arten quälten mein niedriges Hirn. Ich hatte marschieren gelernt, Schnauze halten, gehorsam, wusste, was Pflicht ist und hatte ein gutes Gespür für Grenzen aller Art entwickelt. Die Freiheit, von der plötzlich alle sprachen, war mir fremd. Jedenfalls die, die ich sah, wenn sie Kinder über Botschaftszäune schmissen. Freiheit, das war der erste Schlieg, der auf der Nasenspitze schmilzt und scheißegal, was die anderen sagen. Und sonst? Freiheit? Ausziehen, eigenes Geld verdienen, durch die Gegend streifen. Aber noch standen mir 2 Jahre Erziehungshaft auf dem flachen Land bevor. Die zu überstehen, blieben nur 2 Möglichkeiten, volle Rausch oder laufen. Ich lief. Erst im Kreis durch die kleine Stadt, Runde um Runde, dann querfeldein über Höfe und Zäune, bis die Sonne unterging. Meine Schritte halfen mir auf den menschenleeren Straßen nach, erzeugten einen eigenen Rhythmus gegen das Flimmern der Fernsehapparate, das aus allen Stuben durch die Hirne ins Freie drang. Ich dehnte meine Kreise weiter aus, verließ den Ort, durchquerte Rübenfelder, hielt meinen Blick am leeren Horizont fest. Ich lief zur mit 95,4 Metern über dem Meeresspiegel höchsten Erhebung der Gegend, bestieg den Tempel in einen Bismarckturm von Typ Götterdämmerung und starrte nach Süden, wo bei guter Sicht die Spitze des Berliner Fernsehturms zu erkennen war. Irgendwo dort wäre mir frei, dachte ich, und lief weiter. Bei schlechtem Wetter entdeckte ich das Vergnügen des Zwiegesprächs mit Toten, deren Worte und Anschauungen geduldig zwischen Buchdeckeln auf mich warteten. Dostojewski führte die Lehre aus, die sich nach dem Kontaktverlust zur ruhmreichen Roten Armee ergeben hatte. Er weckte zeitgleich ein Faible für Biografisches. Es war also möglich, ein zaristisches Erschießungskommando zu überleben, spielsüchtig in Wiesbaden zu landen und Weltliteratur zu schreiben. Ich war begeistert. Mit Kafka durchlief ich eine intensive Phase körperlicher Askese und lernte, dass ein Mensch bei 2 geknabberten Äpfeln pro Tag nicht verhungert. Dass ich konstitutionsbedingt vom Sportunterricht befreit werden musste, erwies sich als fantastischer Nebeneffekt. Nietzsche wiederum verhalf mir zu aufschlussreichen Betrachtungen meines Elternhauses. Ich sägte die Beine des Jugendbettes ab und als mir auch das noch zu bequem erschien, lernte ich, auf dem Fußboden zu schlafen. Ich durchstieß meine Ohrläppchen mit heißen Nadeln, kaufte mir ein gebrauchtes Doppelkassettendeck, entdeckte die Faszination monotoner Industrial Beats und verliebte mich beim ersten Hören in Polystyrene, die grandiose Sängerin der wirklich besten Punkband der Band der Welt, X-Ray Specs. Weiterhin zog ich meine Runden allein, um noch eine ganze Nacht einsam zu heulen. Eines Morgens traf ich auf dem Weg zur Schule einen eigenartigen Zausel, nicht ahnend, dass er nur das örtliche Exemplar eines ganzen Zausel-Universums war. Er war eigentlich Gärtner und äußerst gesprächig, was für Brandenburger mehr als ungewöhnlich ist. Er stand vor einem A-Laden, wie er das Kabuff mit den überquellenden Bücherläden nannte. Eine Art Raumschiff, dessen Existenz mich bis heute verblüfft. Wir setzten uns auf die Eingangsstufen, rauchten und redeten. Zum Abschied gab er mir 3 Bücher mit auf den Weg. Ich bin hier jeden Donnerstag. Die Welt um mich herum ertrank in Waren aller Art. Schon priesen sich die Menschen selbst als Waren an, ich aber staunte und entdeckte Johann Moss' Eigentumsbestie. Die Tagebücher Erich Mühsams offenbarten so viel widerständige Kraft, Lebensmut und Menschlichkeit, dass er wie der Freund zu mir sprach, den ich immer vermisst hatte. Karl Einstein hingegen verstörte mich, so dass ich selbst monatelang keine Zeile mehr schreiben konnte.
Begrenztheit würde mir so lange auf den Magen schlagen, wie ich im A-Laden blieb, das war klar. Woche für Woche traf ich hier den Gärtner, fand in ihm einen Zuhörer, stritt, soff, liebte, lief und zählte die Tage. Wie frei waren meine Gedanken? Steckte mir nicht eine gründliche, wenn auch unabgeschlossene Dressur in den Knochen? Sicher. Aber war sie es nicht letztlich, auf die ich mich nun verlassen musste? Das Selbst, was sollte das sein unter den gegebenen Umständen? Eine staatlich anerkannte Idiotin? Fleißige Bürobiene? Kritische Journalistin? Warum traute ich mir meine eigenen Träume nicht zu? Der Gärtner lachte viel über mich. Das verwirrte Mädchen aus ordentlichen Verhältnissen, die er spöttisch bemerkte. Du musst dich mehr mit Leuten in deinem Alter unterhalten. In meinem Alter sind sie Schreber oder Nazi? Oder du alle lieber Nazi, er lachte. Am letzten Schultag zog ich mir eine Hasskappe über und borgte das Spielzeugmaschinengewehr meines kleinen Bruders aus. Die üblichen Späße meiden, stellte ich mich an den Hintereingang, wo sie Salvador Allende, den ehemaligen Namenspatron der Schule, ins Gebüsch entsorgt hatten. Nie wieder Schulhof. Ich trank ein paar Tequila auf meinen verstorbenen Astronomielehrer, stieg in den Trabi und fuhr singend davon. Und es war vorbei. Als ich an einem Donnerstag die Stadt verließ, vergaß ich nicht, mich von meinem Freund, dem Gärtner, zu verabschieden. Er hatte mir ein Bild von Emma Brotman ausgeschnitten. Du wirst mich vergessen, sagte er traurig. Ich gab ihm einen Kuss und den Schatz aus Büchern zurück. Ost-Berlin, West-Berlin, enthusiastisch stürzte ich mich in die Parallelen der Berlin, lernte die verschiedenen Treffpunkte kennen, vertiefte mich in Gesprächen mit Agauten, Zauseln und wilden Aktivistinnen. Auf der Suche nach inneren und äußeren Grenzüberschreitungen begegneten mir völlig unbekannte Wesen und Lebensformen. Wo kamen da all diese Typen her? In Dialekten nach handelte es sich um Schwaben und Rheinländer, Sachsen und verloren gegangene Loser. Einen von ihnen mochte ich besonders gern, Lutz. Lutz kam aus Halle, konnte nächtelang Udo Lindenberg imitieren und weinte, als ich ihm eine Titi-Platte schenkte. Eines Tages war er verschwunden, wie mir Gerd erzählte. Und er erzählte auch, dass er jetzt im Irrenhaus leben würde, Lutz. Der dicke Gerd war ein Schwarzwälder, dessen Großmutter den Kindern immer Marihuana in den Kuchen gebröselt hatte, damit sie besser schliefen. Er war eindeutig auf der Show, was das einzig Eindeutige an ihm war. Seine Anzüglichkeit wurde immer grotesker, bis er sein Glück bei einer minderjährigen Magdeburgerin fand, die dringend eine Bleibe suchte. In versifften Kneipen fand ich Zeitgenossen, deren Geschichten einfach überwältigten. Nicht, weil ich sie zum allerersten Mal hörte, sondern weil ihre Überbringer noch immer in ihnen lebten. Sie in ihren Köpfen durch die Straßen Berlins trugen wie schöne alte Knöpfe, die jeder bestaunt und doch keiner wirklich braucht. Die wenigen Frauen, die ich traf, konnten lauter lachen und mehr vertragen als die Kerle, was mir sehr vertraut erschien, ich kam ja schließlich vom Land. Der Teufel hat den Schnaps gemacht, pflegte eine meiner nächtlichen Bekanntschaften zu sagen, und tatsächlich ließ sich ein Zusammenhang zwischen Schnapskonsum und schrägen religiösen Verzögerungen beobachten. Als mich nach durchzechter Nacht der schreckliche Verdacht befiel, als Atheistin einer sterbenden Minderheit anzugehören, suchte ich erneut Trost und Erleuchtung in den Büchern. Die Bibliothek der Freien war ein klassischer Zauseltreffpunkt, der sich damals am Kreuzberg neben einem angenehmen Café mit unaufdringlicher Bedienung befand. Die Zausel und die weltanschaulich verwirrten Kinder des Ostens trafen dort aufeinander, bestaunten und trösteten sich gegenseitig, tauschten nicht nur Buchempfehlungen miteinander aus und lernten so ihre vollkommen gegensätzlichen Universen kennen. Krass, was die damals mit euch gemacht haben, entgeht es den Bärtigen. Und ja, woran soll man jetzt noch glauben, den pickligen Gesichtern? Ich saß dabei und staunte mit Karl Einstein. Hatte er doch genau dies zur größten Herausforderung des 20. Jahrhunderts erklärt, lernen, ohne Gott zu leben. Ich nehme ja alles aus, was sie von ihm hatten. Ich spule jetzt. Ihr solltet das Buch kaufen. Ach. Nee, kann ich doch nicht. In den folgenden Jahren zog ich vor allem um, was viele Vorteile, aber auch den einen oder anderen Nachteil mit sich brachte. Andere Leute lesen Stadtführer, ich lebte einfach ein paar Monate oder drüben, kreuz und quer durch die Bezirke. Man wird freier, hängt sein Herz nicht an die Dielen, Dächer, Dinge. Aber was, wenn es sich um ein Buch handelt, um das Sterben des Kommis Meier? Nach dem dritten Umzug war dieses Leihexemplar der Bibliothek der Freien aus meinem Kopf und somit aus ihrem Bestand verschwunden. Und nachdem die Einrichtung selbst vom Kreuzberg in den unausweichlichen Prenzlauer Berg gezogen war, hatte eine Bestandsaufnahme das Fehlen dieses Buches zum Vorschein und mich in den Fokus der Ermittlungen gebracht.
Ihr Brief ließ mich die ganze Bude auf den Kopf stellen. Nichts hatte ich einstellen verborgen. An einen der Nachbarn der letzten Jahre? Wie konnte ich das Buch überhaupt vergessen? Zwei Mahnungen später beschloss ich, mich meiner Schuld zu stellen. Ich fuhr in die Greifswalder Straße und fand einen traurigen Ort vor, der, ein Schatten des Schattens vergangener Tage, nur noch namentlich an bessere Zeiten erinnerte. In Kreuzberg hatte es sogar ein kleines Kellerkino gegeben, ganz zu schweigen von der freundlichen Frau hinterm Tresen. In dieser Bibliothek der Freien, zwischen weißgetünchten Büroräumen, waren die Zausel wieder unter sich. Das macht natürlich schlechte Laune. Sie ließen mich reden und reden und schieben. Einzig die Erwähnung des Wortes Umzug ließ einen von ihnen säuerlich aufstoßen. Jedenfalls sah es so aus. Beharrlich ließen sie mich zu Kreuze kriechen und meine ersatzweise mitgebrachten Bittgaben blieben ignoriert. Gut, Romy Baumanns Lebensgeschichte ist vielleicht kein adäquater Ersatz für Einsteins Comics Meyer. Aber mit Goodwins Erinnerungen an Larry Wollstonecraft hatte ich doch die Ernsthaftigkeit meiner Bemühungen unter Beweis gestellt, oder? Ich schämte mich. Hatte ich nicht alles über Bord werfen wollen und wurde nicht endlich Zeit, die Sache mit dem Wesentlichen anzugehen? Nun hatte ich die Klassiker des Anarchismus in Theorie und Praxis kennengelernt, war siebenmal in sieben Jahren umgezogen, hatte Ost und West bewohnt, studiert, mehr Männer und Hunde als Frauen kennengelernt und alles, was blieb, war ein schlechtes Gewissen wegen Meyer? Ja, da ahnte ich noch nicht, dass diese fleißigen Bibliothekare zwei Jahre später bei der nächsten Inventur einfach meine Eltern anschreiben sollten. Dass Mutti das bereits ersetzte Buch für mich bezahlen würde, mit 200 Mark, stillschweigend. Dass ich den Meyer tatsächlich auf dem Grund eines Umzugskartons wiederfinden und dass die komplette Belegschaft der Bibliothek der Freien nach einer weiteren Inventur noch zwei Jahre später als nächtliches Überfallkommando in meine Wohnung eindringen würde. Ob es damit nun vorbei ist? Oder ob sie im Rausch vergaßen, das erbeutete Buch wieder in die Bestandsliste zu schreiben? Egal, wir sind vorbereitet. Kühl hat gleich am nächsten Tag eine Sicherheitskette an der Tür angebracht. Und ich habe mir den Kommiss Meyer antiquarisch besorgt. Für 4 Euro und zur Sicherheit doppelt. Man weiß ja nie.